Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 11. August 2018 mit dem Video: Wie geht's deinem Seelenpartner heute? Was denkt und fühlt er? Und wie geht es dir natürlich dabei? Wenn du als Mann schaust, bitte ich dich umzudenken. Ich habe hier die linke Seite, habe ich für die, also für Gefühlsklärer, also für den Seelenpartner, und die rechte Seite natürlich für dich. So, bevor wir damit beginnen, bitte ich dich, dass du die Augen schließt und einfach in der Energie des heutigen Tages eintauchst. Und heute haben wir auch den Neumond, Neumond in Löwen. Und da steht auch, Löwe steht auch für Feuer. Löwe ist ein Feuerzeichen und wir haben auch zugleich auch einen Sonnenfinsternis heute. Und die Energien sind sehr, sehr stark. Ja? Ja, ich bitte dich, dass du die Augen schließt und einfach in diese Energie hineintauchst. Ich hoffe, du konntest entspannen und bist nun bereit für die Botschaften. Also ich habe hier so einen tollen Kartendeck. Also Moment, wie heißt das nochmal? Das muss ich euch unbedingt zeigen. Also Sonne, Venus und Mond auf Erden, der Paradiescode im Menschen. Und habe mich leiten lassen und habe hier auch eine Karte für euch beide gezogen. Und also die Energie des heutigen Tages zwischen der Seelenpartner ist Liebe und Erotik, die Anziehungskraft. Erotik ist der sich verströmende Duft der Liebe, der alles magisch in dein Leben zieht. So öffne dich und verströme dich. Also natürlich für die Seelenpartnerbeziehung, wo also eine Beziehung schon vorhanden ist, ist das natürlich toll, wenn man das auch leben kann. Bei den Seelenpartnern, die das noch nicht leben, die können aber ihr Bewusstsein, also einfach ihre Seele dafür öffnen. Ich habe hier auch eine kleine Meditation hier aus dem Buch, die möchte ich dir auch gerne vorlesen. Schließe die Augen. Erotik ist ein Stück Paradies, in dem sich der Himmel öffnet und uns in seinen kostbaren Nektar eintauchen lässt. Es ist der Klebstoff der Liebe, die Schwelle in das Unbegreifliche. Nimm dir Zeit, komm ganz in den gegenwärtigen Augenblick. Öffne dich für die Erotik, die feine, zarte, sonnige Liebesmacht der Venus, der sich hinter allem webt. Lass dich immer mehr in den gegenwärtigen Augenblick hineinfallen und öffne dich der Zartheit und Feinheit der Liebe. Spüre die Kraft der Anziehung in jede Pore und in jede Zelle deines Seins. Öffne dich in Hingabe diesem Moment. Spüre, wie die Göttin in dir erwacht, in all ihrer Schönheit, Sinnlichkeit, in all ihrer Pracht, in allem ganzen Sein. Öffne alle deine Sinne, lass dir Zeit, schmecke, fühle, berühre, nimm den Duft des Paradieses und der Vereinigung mit allen Sein wahr. Gib dich hin.
Das ist die Botschaft für euch beide, also was euch verbindet. Also die Anziehungskraft heute wird sehr, sehr stark sein. Jetzt schauen wir einfach bei deinem Seelenpartner, wie es hier bei ihm weitergeht. Und da kam die Karte, die Weisheit, Urteile und Werte nicht. Wahre Weisheit ist still und ruht in sich. So, und dazu auch die Bedeutung. Also bei deinem Seelenpartner. Wahre Weisheit steigt von deinem Inneren still und kraftvoll empor. Du hast deinen Urgrund erkannt. Du hast deine eigene Wurzel gefunden. Daraus kannst du nun Kraft schöpfen und erkennen. Du findest dich in einem wissenden Gelassenheit ein. Selbst wenn mächtige Veränderungen die Welt um dich herum erschüttern, werte nicht und urteile nicht, sei wertfrei und urteilsfrei, ruhe in dir. Du blickst hinter die Dinge, wenn du in deinem Urgrund weiter ruhst. Verbünde dich mit allen hilfreichen Kräften und all jenen Menschen, die dein Leben dir gerade zur Seite stellt. Also es geht jetzt bei deinem Seelenpartner nicht zu urteilen, sondern einfach anzunehmen. Wir schauen weiter, welche Engel ihm heute begleitet. Und da kommt auch Engel für göttliche Weisheit. Mit deiner Hilfe komme ich an meine innere göttliche Weisheit. Immer mehr, dass er in seine Weisheit kommt, in seine Kraft kommt. Und die Engel sagen ja. Also ja, allgemein heute ein kräftiges Ja, wofür auch immer, zu seinen Gefühlen, zu seinen Vorhaben. Also er wird auf jeden Fall ermutigt und die Engelwelt sagt ihm ja. Und das ist durchaus positiv, ja. Und hier kamen zwei Karten. Die erste Karte ist die Versuchung. Du begegnest dem Reiz der Verführung. Also er wird in sich eine Versuchung haben und ja, also fühlt sich magisch angezogen und er begegnet dich, also im Reiz der Verführung. Irgendwie auch im Gedanken kann das auch sein. Und hier kommt die Wahrheit, Wissen und Klarheit bahnen sich den Weg. Und also kommt immer mehr, also ich glaube, das hatten wir sogar gestern, dass er so seine Wahrheit ausspricht, ja, seine Gefühle zulässt, ja. So, und hier kommt die Karte, gib der Liebe eine Chance. Wenn wir beginnen zu lieben, verändert sich unser Leben für immer. Entweder habe ich jetzt ein Déjà-vu oder hatten wir das auch gestern. Also hier, also wenn du diese Karte anschaust, hier die aufgewühlte Emotionen, dass es so ins Licht fließt, da siehst du auch die Farben so, ja, der Himmel sieht auch so aus, wie manchmal der Himmel am Portaltagen aussieht, also eine große Transformation, aber zum Besseren und auch ein Stück zu sich selber zu finden. Gib der Liebe eine Chance. So, dann haben wir hier die weibliche Kraft. Ich achte jetzt verstärkt auf meine weibliche Kräfte und Bedürfnisse. Also weibliche Kraft ist das Weiche, das Intuitive, annehmen, fühlen, mehr ins Gefühl gehen, das intuitive Seite an sich also aufleben lassen, mehr in Empathie zu gehen. Das sind alles weibliche Charakterzüge und das sollte er mehr in sich stärken. Ja? Hier kamen auch wieder zwei Karten, also die Kinder haben Einfluss auf dein Liebesleben, also bei ihm haben die Kinder einen Einfluss
und lass dir von deinen Freunden helfen. Bitte andere um Unterstützung und nimm sie an. Also es geht hier darum, also in dieser Situation, ja, dass er also da über seine Gefühle auch vielleicht mit jemand spricht, vielleicht mit einem Freund darüber spricht, über seine aufgefühlte Emotionen und natürlich auch über die Kinder. Wie geht es weiter? Jetzt die Seelenpartnerkarten. Es kam die Leichtigkeit. Es kommt hier die Karte Leichtigkeit und Treue. Also er ist dir in seinem Herzen, in seiner Seele treu und er möchte dich auch gerne sehen. Also treffen die Datingkarte und es kommt von Amos Botschaften ein Neuanfang, ein neues Abenteuer erwartet dich, empfange es mit offenen Armen, lebe deine Träume volle Leidenschaft für deinen Seelenpartner. So, wie geht es weiter? Herzklopfen. Dein Wunschpartner hofft so sehr darauf, mit dir in eine Beziehung zu gehen, dass ihm sein Herz im wahrsten Sinne des Wortes bis zum Halse schlägt. Wenn er nur darüber nachdenkt bzw. an dich denkt, du machst ihn nervös und das im positiven Sinne. Ihr seid kurz davor, endlich ein Liebespaar zu werden, denn ihm ist in der Zwischenzeit vieles klar geworden. Du bist die Richtige für ihn und er vermisst dich. Bald wird er dich das fragen, was du dir schon so lange herbeisehnst. So, und was ist noch bei ihm blockiert heute? Die Solarplexus-Chakra, also seine Selbstwert, also Glaubenssätze, Persönlichkeit und Handlungen. Ich bin falsch, dein Wunschpartner hat ein sehr großes Problem und zwar ungelöste Mutterthema, die wichtigste Bezugsperson im Leben aller Kinder, war für ihn nicht verfügbar. Sie hat ihn weder in seinen Grundfesten gestärkt, noch genügend liebevolle Aufmerksamkeit und Zuwendung gegeben. Im Gegenteil, das Mutter-Kind-Verhältnis war von Anfang an gestört. Er wurde gemaßgeregelt für die kleinsten Kleinigkeiten. Ihm wurde eingetrichtert, wie er zu sein hat, und all das lässt ihm nur den Glaubenssatz zu, dass er nicht liebenswert ist und mit ihm als Person etwas nicht stimmen kann. Scham- und Minderwertigkeitsgefühle bestimmen sein Dasein. So, das ist die Botschaft für deinen Seelenpartner heute. Jetzt schauen wir mal deine Seite an. Wie geht's dir? Was denkst und fühlst du heute? Und bei dir kommt die bedingungslose Liebe. Erkenne mit deinem Herzen und wandle mit bedingungsloser Liebe. Also das heißt, dass du immer mehr in Gefühl kommst, dass du auch nichts von ihm wartest, dass du einfach deinen Seelenpartner in Liebe begegnest. Also fünf Moment. So, und dazu auch die Bedeutung. Nimm wahr und nimm auf, was dich umgibt. Wende dich deiner momentanen Lebenssituation bewusst zu und verwandle sie mit der reinen Liebe deines Herzens. Erwarte nicht, geliebt zu werden. Fordere keine Liebe ein. Erkenne, dass die Liebe keine Mangelware ist. Erkenne vielmehr, dass du eine unendliche Liebesfähigkeit in dir trägst. Strahle diese Liebe aus, bedingungslos und völlig frei. Und erkenne, dass du durch deine Liebe unendlich kraftvoll Neues gestalten kannst, dass du immer mehr in diese bedingungslose Liebe für dich hineinkommst und das wird dir so
in deinem Herzen, in deine Seele so eine mächtige Kraft in dir geben. Also die stärkste Kraft überhaupt auf Erden ist die Liebe und das noch die bedingungslose Liebe. Das ist unglaublich eine tolle Botschaft für heute. Und dich begleitet Erzengel Jophiel. Mit deiner Hilfe gelange ich an meine innere Weisheit. Also du gelangst auch an Erkenntnisse heute, an deine innere Weisheit. Und wichtig ist, dass du heute einen bestimmten Absicht fasst. Ich sende meine klare, zweifelfreie Absicht hinaus ins Universum. Und hier muss ich jetzt, leider muss ich nicht, aber ich möchte gerne hier dir erwähnen, dass du noch zu dem Neumondritual dazukommen kannst. Also ich habe gestern Abend zu dem Portal und Neumond gleichzeitig einen Angebot erstellt für 99 Euro. Es sind welche dabei, die daran teilnehmen, ein paar Teilnehmer, aber an alle, die noch heute gerne dazukommen möchten, nur für diesen Neumondritual und die Energieübertragung für dich und für deinen Partner oder Seelenpartner oder Zwillingsflamme, kannst du gerne noch an dieses Angebot teilnehmen. Also ich habe den Ritual, mache ich von 22 Uhr heute Abend mit bis 22.30 Uhr. Wichtig dabei ist, Verzeihung, dass ich deinen Wunsch erhalte, dass du mir deinen Wunsch schreibst, was du in dein Leben ziehen möchtest. Also keine Personen, sondern speziell das Wunsch. Also ich wünsche mir eine erfüllte Partnerschaft. Ich wünsche mir die Vereinigung mit meinem Seelenpartner. Ich wünsche mir eine glückliche Familie oder ich wünsche mir Erfüllung in der Liebe und so weiter und so fort. Also so, dass du das so formulierst. Und natürlich für dich und für deinen Seelenpartner gibt es auch eine Energieübertragung von 23 Uhr bis 23.30 Uhr. Ich arbeite mit Reiki Groß und Reiki Lichtgrade. Das sind sehr hochschwingende Liebe, also sehr hochschwingende und liebevolle Energie, die auch wirklich heilt, auch Themen heilt und dich immer mehr in deine Kraft, in deine Mitte, in deine Liebe bringt auch und natürlich auch deinen Seelenpartner mit. Und für heute, da ihr wisst alle, dass ich immer mit den Zahlen 9 arbeite, also der 9 ist die höchste spirituelle Zahl überhaupt und für dieses Liebesritual, dieses Neumondritual mit diesem Sonnenfinsternis, was heute stattfindet und für euch die beiden Energieübertragungen, bitte ich dich um einen Energieausgleich von 72 Euro. Bitte melde dich über meine Webseite an, also das findest du auch unter dem Video. Also den Kontakt zu mir, meine Webseite, und dann kannst du noch daran teilnehmen. Da steht auch alles, also Zahlungsart, wie du das machst, also PayPal und so weiter und so fort, die E-Mail-Adresse. So, dann gehen wir jetzt weiter. Also Absicht, deine Absicht im Universum heute verschicken, ja? Und du verdienst es, geliebt zu werden. Du bist liebenswert. Also das heißt, dass du immer mehr in dieses Gefühl hineinkommst, in deine Selbstwert, in deine Selbstliebe kommst, dass du es verdienst, geliebt zu werden, dann strahlst du das auch so im Außen aus. Und Ehrlichkeit ist entscheidend, wenn wir ein liebevoller Mensch sein wollen, dann müssen wir wahrheitsgemäß und liebevoll sprechen. Also das heißt, dass du auch deine Gefühle zum Ausdruck bringst heute. Und wenn du diese Karte anschaust, ist auch der Neumond. Bringe deine Gefühle heute zum Ausdruck.
Sei wahrhaftig, unterdrücke deine Gefühle nicht. Spreche aus, was du fühlst. So, und hier kamen zwei Karten, also einmal in den kommenden Monaten und einmal in den kommenden Wochen. Also es beginnt hier etwas bei dir, was sich entwickeln wird. Also heute beginnt etwas, was sich in kommenden Monaten entwickeln wird. Und hier siehst du auch die Treppe, den Aufstieg. Und heute ist wirklich ein sehr, sehr energetischer Tag. Und morgen geht es ja auch noch weiter. Morgen an dem 12. auf 13. gibt es ganz, ganz viele Sternschnuppen. Ihr seht ja auch, wie viel sich im Außen verändert. Ja? Und hier kamen drei Karten. Also die Sonne. Die männliche Kraft verleiht dir Stabilität. Bei deinem Seelenpartner war, er sollte in seine weibliche Seite kommen. Und bei dir in deine männliche Kraft. Also das heißt, dass du dich mit der Sonne verbindest, mit der universellen Energie auch verbindest, dass du ja auch die Kraft hast, auch die Stärke und Stabilität, dass du das durch dich fließen lässt. Ja, dann kam die Karte Seelenpartner, eure Herzen schlagen im Gleichklang und das fühlst du heute besonders. Und da kommt die Maskerade, erlaube dir, wahrhaftig zu sein. Sei wahrhaftig und zeige deine Gefühle, lasse deine Gefühle zu, unterdrücke sie nicht. So, und dann kommt hier die Karte Sommer, also du hast auf jeden Fall Sommergefühle und der Sommer ist auch besonders, hat eine besondere Bedeutung jetzt für dich. Und da kommt die Rivalin, also da ist noch jemand an der Seite von deinem Seelenpartner, das weißt du. Ja, das ist einfach mal ein Ist-Zustand oder im Gedanken, dass da jemand da ist. Also du denkst, da ist noch jemand, ja? Und der Sommer, dein Seelenpartner löst in dir Sommergefühle aus, mit allem drum und dran. Und schau mal hier, ich liebe dich, also das ist unglaublich. Also du bist verliebt in deinen Seelenpartner und die Liebe, wenn Liebe die Antwort ist, wozu noch Fragen stellen? Also du kommst immer mehr in dieses Gefühl der Liebe hinein. Und für dich ein neues Leben. Dein Wunschpartner wird mit dir eine öffentliche gelebte Beziehung gehen. Kein Versteckspiel mehr, keine Geheimnisse, kein Verleugnen, keine Zeitschinderei. Er wird sein altes Leben und seine Vergangenheit endlich loslassen. Sollte noch eine Ehefrau, Partnerin da sein, so wird er sie verlassen. Er hat erkannt, das, was ihm nicht gut tut, gehen zu lassen. Er möchte einen neuen Lebensabschnitt beginnen, zusammen mit dir. Langfristig wird endlich alles gut werden. Also da passiert auch ganz viel. Also bei dir, du bist auch bereit, jetzt mit deinem Seelenpartner ein neues Leben zu beginnen. Also du bist dafür bereit, ja? Und was ist bei dir blockiert? Auch bei dir das Solarplexus Chakra. Dein Wunschpartner beschäftigt momentan nur eine einzige Frage. Soll ich oder soll ich nicht? Soll er den nächsten Schritt auf dich zugehen? Soll er tatsächlich wagen, sich auf eine Partnerschaft mit dir einzulassen? Er ist, als ob Engelchen und Teufelchen auf seinen Schultern sitzen und ständig das Für und Wider abwägen. Im Grunde wünschte sich das nicht sehnlicher. Er weiß noch nicht, wann und wie. Er wartet auf den richtigen Zeitpunkt, das richtige Gefühl, die perfekte Umstände. Bis dahin lässt er dich aber leider noch in der Ungewissheit, und zwar so lange, bis auf sein Verstand endlich weiß, was er will und nicht nur das Herz. Also bei dir übersetzt auf dich, du hast vielleicht auch noch hier und da Fragen, soll ich oder soll ich nicht? Da kommt auch noch hier und dann Engelchen oder Teufelchen. Wichtig ist, dass du
wirklich auch dein Verstand und auch dein Herz in Einklang bringst und ja, und dass du dich einfach entscheidest. Und bei dir ist auch die Solarplexus-Chakra blockiert. Also wie gesagt, ihr könnt auch noch gerne bis einschließlich Sonntag dieses Wochenangebot in Anspruch nehmen mit den Chakrenausgleich, falls du damit in Resonanz gehst. So, heute komme ich zu Ende und ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus. Und wenn du hier mit in Resonanz gegangen bist, freue ich mich über ein Like, freue ich mich über deinen Kommentar. Natürlich freue ich mich übers Teilen meines Videos, damit das auch ganz viele Menschen erreicht. Und ich danke dir, dass du meinen Kanal folgst und an meiner Seite bist. So, dann sage ich Namaste, bis bald, deine Valeria.